Hallo liebe Music Store TV-Zuschauer, herzlich willkommen hier am Superbooth 2018 in Berlin am Stand von Behringer und Mike. Ihr habt wieder eine Weltneuheit. Wir waren gestern schon da und es gab eine Weltneuheit, gleich zwei. Ja. Und jetzt habt ihr ein Odyssey am Start. Yes. Das ist genau. Wir haben den Arp Odyssey jetzt endlich da. Uli hatte den ja vor 5 Jahren versprochen schon. Und es hat ein bisschen gedauert, aber endlich jetzt hier in Fleisch und Blut. Ein Mann, ein Wort. Und ja, das ist der Arp Odyssey. Verglichen zum Original hat er noch ein paar zusätzliche Features bekommen. Und ja, ich erzähle dir einfach mal ein bisschen, was wir haben. Natürlich klassischer Signalfluss. Du siehst schon, die LEDs, Fader sind, da haben eine LED drin. Die kann man entweder ganz ausstellen oder eben halt auch als Beleuchtung im Studium benutzen. So, aber natürlich ist ein nettes Feature, weil du kriegst einfach einen schönen Überblick über deinen Patch, auch aus Entfernung. Eigentlich ein nettes Feature. Das ist eine Sache. Dann haben wir hier ein Multi-Effekt-Gerät drin von Clark Technique. Da findest du eigentlich alle Brot- und Butter-Effekte. Hauptschwerpunkt ist Hall in allen Variationen. Wir haben kleine Räume, Church, Concert, Theater, Room, Chamber, Digiwerk. Plattenhall, Spring, Gated Reverbs, Reverse, Delay, verschiedene Delay-Typen, Ambience, Early Reflection für ganz kurze Räume, aber auch natürlich klassische Brot- und Butter-Effekte wie Flanger, Flanger, Pitch Shifter, Detune, Pan Tremolo, auch eben halt Effektkombination. Mischeffekte, Phaser, Pan Tremolo, Detune und aber auch Spezialeffekte wie Talkbox. Und zum Beispiel, wenn das temposynchronisierte Effekte sind, kann man eben halt auch gleich eintappen und kann dann eben halt sehen, dass das hier also einzutappen ist. Man kann Parameter auch editieren, zum Beispiel Vowel auf A, je nachdem wie der Formantfilter eingestellt wird. Hat drei je nach Effekt hat man bis zu 4 Parametern dazu. Ja, wenn wir hier ein bisschen weiter gucken, ganz klar natürlich 2 Oszillatoren mit einer ganzen Reihe von Modulationsmöglichkeiten, die über die Switche hier eingestellt werden. Das macht den Arp Odyssey auch ein bisschen speziell im Signalfluss. Also man muss sich ein bisschen reinarbeiten, aber wenn man es mal verstanden hat, ist es wirklich ein toller Synthesizer, der auch eine ganze Menge Potenzial hat in aller verschiedensten Sounds. Bässe, Leads, Effekte. Wir hören da auch gleich nochmal ein paar Exempel. Aber einmal nochmal weiter, was neu ist. Unsere Version hat auch quasi so eine Best-of, hat nämlich alle 3 Filtervariationen der verschiedenen Arp Odyssey-Inkarnationen. Von der Whiteface hat den Zwei-Pol-Filter bis hin die 2 verschiedenen Varianten des 4-Pol-Filter, 24 dB. Und eben halt auch so das klassische den Lawsuit-Filter. Das war ja eine Kopie von der Moog-Kaskade. Und da hat Moog damals Arp Odyssey verklagt, weil die zeitgleich natürlich rausgekommen ist. Hier jetzt, hier und heute, alle 3 Versionen dabei. Auch noch ein kleiner Drive-Circuit, der eher dezent ist, aber auch gerade bei einigen Sounds noch mal ein bisschen extra Umf gibt. Wenn wir hier weiter gucken, haben wir hier 2 Hüllkurvengeneratoren. Wir haben einmal eine sehr einfache Attack-Release-Hüllkurve, aber eben halt auch noch eine volle ADSR-Hüllkurve. Die Hüllkurven können auch umgeschaltet werden, wenn man zum Beispiel die komplexe ADSR-Hüllkurve gerne für seine Filterhüllkurve oder für Tonhöhenmodulation benutzen möchte, kann man dann einfach den Envelope, den Amp-Envelope einfach auf R schalten. Wir hören uns den einfach mal an. Gerne. So. Und wir starten jetzt einfach mit einem nur mit einem Oszillatoren. Wir haben insgesamt 2, aber auch noch eine Noise Source, die wir beliebig mischen können und kombinieren. Und wir starten jetzt einfach mal typisch offenes Filter und hören uns jetzt hier einfach die Mischschulte. Die Wellen vorne. Und auch Besonderheit beim Arp Odyssey ist, er hat keinen Oktavschalter per se, aber einen sehr weiten Tuning-Bereich. Du kannst eben halt von 20 Hertz hochgehen und dadurch, dass man so einen schönen langen Fader hat, ist das auch sehr musikalisch zu einstellen. So, man kann aber auch hier nochmal die Oktaven rauf oder runter schalten. So, dann hören wir uns einfach mal auch den Oscillator 2 an. Hier haben wir auch eine Pulswelle, wo wir auch eine variable Pulsweite hat. Also geht nicht ganz bis 0 runter, sodass man da keine komplette Auslöschung ist. Aber kann natürlich auch moduliert werden, entweder LFO, ADSR, ganz klassisch. Und ja, hören wir uns einmal die Filter an. Wir starten mal mit einem 2-Pol-Filter, ist komplett offen.
jetzt mit ein bisschen mehr Resonanz, so es ein bisschen mehr peaky wird. Kann aber auch bis komplett zur Selbstoszillation gehen, da müssen wir ein bisschen vor. Und da kann man auch sehr schön hören, dass es da viele Sweet Spots gibt und man einen sehr weiten Bereich hat, um da wirklich auch schöne harmonische Einstellungen zu finden. Ja, und dann hören wir uns auch mal die Hüllkurve an. Die ist nämlich auch sehr, sehr schön. Vor allen Dingen ist die Hüllkurve sehr, sehr schnell, dass man auch sehr perkussive Bässe. Geht halt bis zum Knacken richtig schnell. Eine andere Neuerung, die wir auch zusätzlich haben, ist, dass ein kleiner Sequencer eingebaut worden ist. Gerade auch mit schnellen Höhenkurven macht das auch Sinn, dann einen kleinen Sequencer zu haben. Da habe ich noch nicht so viel mit gearbeitet, weil wir den ja auch seit gestern kennen, aber was ich schon rausgefunden hat, ist, dass wenn wir jetzt mal typisch, wir geben mal eine ganz einfache Notensequenz ein. Man kann sehen, dass er eben halt mitzählt bis zu 8 Steps, schaltet dann weiter, sodass man eigentlich 64 Steps hat. Man kann dann auch noch Hold und Rest setzen und auch Accent. So, schalten wir mal aus. So, das ist auch mit dabei. Ein anderes Sound, wo der Arp Odyssey sehr berühmt vor ist, sind seine Sync-Sounds, Oscillator-Sync. Wenn wir den mal hier anschalten, hören wir mal nur Oscillator 2. So, wir machen die Hüllkurve, muss ja ein bisschen auf. Und typische Sync-Sounds kann man die natürlich dann auch über die Filterhüllkurve, die Modulation machen, sodass man dann klassische auch Sync-Sounds und Sweeps bekommt. Und auch sehr speziell von Odysseys, wir haben Sample und Hold dabei, der von der Clockfrequenz vom LFO abgeleitet ist, aber der auch nochmal eine sehr Besonderheit hat. Wir drehen hier einmal ran und machen und hier kann man schon sehen, das wird ein bisschen anders, weil wir haben auch noch eine Elektro-Sound hier, das ist eine Art Gleitfunktion für das Sample und Hold. Und das kann man natürlich auch beliebig dann noch, wenn wir jetzt mal den anderen Oszillator rein. Auch natürlich schön und Besonderheit beim Arp Odyssey ist, statt man das in den klassischen Pitch- und Modulationsband, hat man diese Sensoren hier, wo man einfach die nach Stärke eben halt den Ton beugen kann. Ja. Man hat dann hier noch klassisch für Vibrato, Modulation und kann. Und das ist anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, macht aber total Spaß. So, und gibt nochmal so ein extra, das finde ich ein tolles Feature eigentlich. Also die Fachwelt wartet ja mit dir jetzt schon seit langem darauf, dass ihr das auf den Markt bringt. Ja. Kann man ja schon sagen, nicht? Ja. Und ihr seid eigentlich mit dem, was jetzt aus dem Hause Behringer kommt, am Puls der Zeit. Ne, ja. Man kennt euch natürlich jetzt aufgrund der digitalen Pulte und so weiter und dem ganzen Portfolio, was ihr bietet, auch mit euren Qualitäten. Ja. Mhm. Das, glaube ich, wird nochmal einen großen Stein ins Rollen bringen, nicht? Weil aufgrund eures Namens werdet ihr wahrscheinlich wie so ein Komet eine Sogwirkung haben für diesen ganzen Modular-Synthesizer-Bereich, der gerade ein bisschen wieder aufschwappt. Ja, absolut. Also wir hoffen natürlich, auch in den Modularbereich zu sehen und einfach aber auch, wir wollen den nicht kaputt machen, wir wollen einfach gerne auch mit Leuten kollaborieren. So, und wir haben ein paar Ideen, die Sinn machen, aber wir hören dann natürlich auf unsere Kunden, was die gerne haben wollen und gucken wir mal, was passiert. Das wird sicherlich spannend. Ihr seid am Puls der Zeit. Der Odyssey, ist er schon am Puls der Zeit? Also kann man ihn schon kaufen? Nein, noch nicht. Also wie gesagt, es ist schon ein Toolmade-Sample und wir hoffen, dass er noch dieses Jahr auf den Markt kommen wird. So, aber mehr als 2018 kann ich noch nicht sagen. Okay. Auch nächste Frage zum Preispunkt. Na klar. So haben wir noch keinen Preis. Also auch keine Richtung.
auch keine Richtung. Also wir haben eine Richtung für den Vokoda so ungefähr, ja, aber für die noch nicht. Also, aber wir können mit Sicherheit sagen, dass er bezahlbar wird. So, ja, das kennt man von Behringer. Das ist immer gute Qualität, ja, zu unglaublichen Preisen, ja, wo und keiner das, folgen kann. Ja. Und das geht natürlich auch nur, dass wir die Qualität zu den Preisen ankriegen, da wir eben halt die entsprechenden Fertigungsanlagen haben. Aber natürlich auch, dass wir mit Cool Audio auch eine Firma haben, die eben halt klassisch die Chips, auf denen diese alten analogen Synthesizer basieren, komplett nochmal nachbaut, weil das ist eben halt wirklich Teil der Seele von einem Produkt. Und man kann sowas versuchen zu emulieren oder nachzubasteln in Circuits, aber wenn man es richtig machen will, hat Uli dann auch gesagt, dann müssen wir auch die Komponenten herstellen. Also dann wirklich richtig aufs unterste Niveau gehen. Sozusagen das gelbe Dreieck mit dem Slogan Behringer drunter ist sozusagen mehr als nur sozusagen ein Aufkleber, denn darunter befinden sich sozusagen die originalen Bauteile. Ja, ja, absolut. So, das ist es. Vielen herzlichen Dank, Mike. Ja, ich denke mal, die ganze Welt hat genau darauf gewartet und wir sind heute hier im Superbooth 2018 in Berlin und können sowas zum ersten Mal aus dem Hause Behringer hören. Freue mich sehr. Ja. Unsere Kunden bestimmt auch. Alles Weitere wie immer, wenn es dann verfügbar ist, bei uns auf der Internetseite www.musicstore.de. Danke sehr.